Die Verantwortung, die eine MTR trägt, ist ziemlich hoch. Wir sind als Bindeglied zwischen Technik und Patient, als auch zwischen Patient und Arzt, diejenige, die eher die Vermittlerfunktion auch erfüllt. Wir haben die Aufgabe, einen Auftrag praktisch zu lesen und zu analysieren und dementsprechend dann auch eine Untersuchung stattfinden zu lassen unter eigener Verantwortung. Und müssen am Ende schwarz auf weiß eben das darstellen, was von Interesse ist und dem Arzt praktisch Bilder zur Verfügung stellen, die er dann analysieren und befunden darf und muss. Und wenn da eben Fehler aufgrund unserer Einstelltechnik vorhanden sind, sind dann eben halt auch Fehler in der Befundung möglich. Und so ist es eben ganz wichtig, dass wir sehr genau und präzise arbeiten.